Servus zusammen bei Gipfelschluck. Heute radeln wir auf dem Iron Curtain Trail Radweg entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Es geht von Kassel nach Braunschweig. Los geht's mit Teil 1. Stadt und Zielpunkt in Kassel und Braunschweig orientieren sich an ICE-Bahnhöfen, sodass eine gemütliche Anreise auch garantiert ist. Auf der Übersichtskarte sehen wir die erste Etappe, blau eingefärbt, lockeres Einrollen, 30 Kilometer von Kassel nach Hannover-Münden. Nachdem wir Kassel hinter uns gelassen haben, geht es entlang der Fulda auf einem wunderschönen, gemütlichen Flussradweg bis nach Hannover-Münden. Neben unserer ersten Tagesetappe endet dort auch der 260 Kilometer lange Fulda-Radweg, der seinen Startpunkt in der Hessischen Rhön hat. Der Tag endet auf einem Campingplatz unweit des Zusammenflusses von Fulda und Werra. Die erste Etappe in der 3D-Animation, hier erkennt man wunderbar die Flussschleifen, die wir am ersten Tag hinter uns gelassen haben. Auf der blau eingefärbten zweiten Etappe geht es nun auf 111 Kilometer über 1200 Höhenmeter bis an den Fuß des Harzes in Walkenried. Vor dem richtigen Losradeln in Hannover-Münden geht es natürlich noch zum Zusammenfluss von Fulda und Werra, wo die Weser ihren Ursprung hat. Einwandfreier Platz für einen Gipfelschluck. Die ersten 30 Kilometer des Tages radeln wir idyllisch entlang der Werra. Der Werratal-Radweg ist mit 290 Kilometer etwas länger wie der Fulda-Radweg. Für Freunde von Flussradwegen startet in Hannover-Münden natürlich auch der vielfach ausgezeichnete Weserradweg, der nach 520 Kilometer in Cuxhaven an der Nordsee endet. Nach gut 30 Kilometer entlang der Werra erreichen wir in Werleshausen den Wegweiser mit der lange erwarteten 13, dem Iron Curtain Trail Radweg. Mit Startpunkt an der Barentssee im Norden und Zielpunkt am Schwarzen Meer im Süden ist dieser Fernradweg konzipiert über eine Strecke von 9950 Kilometer entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Die Route führt durch insgesamt 20 Länder. Konzipiert bedeutet leider aber auch, dass viele Teilstrecken des Weges noch immer nicht beschildert sind. Vollumfänglich trifft das leider auch für unsere Wegstrecke zu. Nach dem Wegweiser in Werleshausen im Werratal haben wir leider keinen Wegweiser mehr mit der Nummer 13 für den Iron Curtain Trail zu Gesicht bekommen. Unsere Wegfindung entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze erfolgte daher mit Hilfe von lokalen Radwegschildern im Zusammenspiel mit der guten alten Papierkarte oder aber auch GPX-Tracks mit den entsprechenden Apps. Auf unserer Route geht es nach gut zwei Drittel der Tagesstrecke durch die schöne Innenstadt von Duderstadt. Grundsätzlich sind wir auf vielen wenig befahrenen Straßen unterwegs, aber auch Wirtschafts- bzw. Radwegen. Wunderbar lässt sich's dahin radeln, was auch dem Umstand geschuldet ist, dass so viel in der Ecke dort auch nicht los ist. Seit dem Verlassen des Werratals geht es nun immer wieder rauf und runter. Insbesondere auf den Wirtschaftswegen warten ordentliche Stiche auf uns, sodass Puls und Oberschenkel auch auf ihre Kosten kommen. Einwandfrei. Über den Tag verteilt radeln wir durch drei verschiedene Bundesländer: Hessen, Thüringen und Niedersachsen. In der 3D-Animation sehen wir nun noch einmal die Route des zweiten Tages. Es geht von Hannover-Münden zunächst in südöstlicher Richtung entlang der Werra. Nach etwa 30 Kilometer bei Werleshausen biegen wir in nordöstliche Richtung ab. Es geht parallel zur ehemaligen innerdeutschen Grenze bis nach Walkenried am Fuß des Harzes. Eine Sehenswürdigkeit in Walkenried ist das dortige Zisterzienserkloster. Die Weltkulturerbestätte wurde 1129 gegründet und 1546 aufgelöst. Unsere Tour geht am nächsten Tag weiter, hinein in den Harz. Es wartet der größte Teil der Harzüberquerung auf uns, inklusive Bergwertung auf dem legendären Brocken. Das Ganze im zweiten Video zur Tour. Schaut's euch an!